Janina Weißer aus Ottenstein. Wir fangen ganz einfach an. Erzähl ein bisschen was über dich. Wie alt bist du? Was tust du beruflich? Ja, also ich bin Janina Weiße. Ich komme... Danke. Ich komme da hinten aus dem Osten, aus dem Neubaugebiet von Ottenstein, wie auch gerade schon erwähnt wurde. Ich bin 18 Jahre alt, mache im Moment mein Abi fertig, also habe die Klausuren schon geschrieben und warte jetzt halt darauf, ja, ob es was wird oder nicht. Das weiß man ja leider immer nicht. Ja. Abitur, danach muss ja auch was kommen. Was hast du denn vor nach deinem Abitur? Ja, also ich möchte gerne Kunst- und Theaterlehrerin werden. Viele von Ihnen wissen vielleicht nichts darüber. Dafür muss man natürlich nicht unbedingt studieren, um das zu machen. Deswegen gucke ich mal, ob ich das einfach so mache oder ob ich das studiere auf diesem Gebiet. Und dann, ja, mache ich wahrscheinlich eine kleine Theaterschule auf oder sowas in die Richtung. Zu deinem Hof. Funktioniert. Wir beginnen auch bei dir. Wie alt bist du? Was machst du? Hallo, ich bin Mareike, 19 Jahre alt, komme aus Basel und mache gerade Bundesfreiwilligendienst in Nersen bei den Bergzwergen und habe letztes Jahr mein Abitur am Humboldt-Gymnasium gemacht. Bergzwerge sind? Ist ein Kindergarten, die heißen so. Das heißt, als Berufswunsch schließt dann auch Kindergärtnerin dann an. Ja, ich werde im Sommer meine Ausbildung zur Sozialassistentin beginnen. Und dann wahrscheinlich als Erzieherin weitermachen. Und danach würde ich gerne noch soziale Arbeit studieren. Aber ich möchte erst mal was Festes in meinen Händen haben, damit ich dann weitermachen kann. Du bist ja jung. Wahrscheinlich brauchst du zugehört, wir beginnen mit dem Alter und was du beruflich machst. Ja, hallo jetzt nochmal, mein Name ist Friederike Wehrmann, ich bin 22 Jahre alt und studiere derzeit im sechsten Semester Umweltsicherung an der Uni Hildesheim und ja, stehe zum ersten Mal in Arbeitsklamotten auf der Bühne. Was mich interessiert und vielleicht auch die meisten Zuschauer, die darf den Applaus jetzt hier noch stehenderweise genießen. Denn die anderen beiden bitte ich jetzt auch wieder auf die Bühne. Hier nochmal Mareike und Janina. Wir kommen nämlich jetzt. Wir kommen nämlich jetzt zum ersten Spiel. Die drei, und das wissen Sie übrigens nicht, was auf Sie zukommt. Das betrifft auch jedes Spiel, was wir machen. Ihr sollt, deswegen musste ich vorhin so im Raum lachen, wir pflanzen um. Sie dürfen klatschen. Ist fertig. Friederike auch. Hey, ja. Und ich finde das Team aber noch interessiert, Friederike. Dein Team, das würde uns auch noch interessieren. Bruder? Bruder, wo ist dein Team? Und der Sohn, jawohl. Ja, und der Papa auch dabei. Dann klappt das wunderbar.
Ihr habt es geschafft in Rekordzeit, damit haben wir nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Janina war die schnellste mit ihrem Team. Applaus. So, wir brauchen die Butter jetzt hier oben. Dann bauen wir das. Dann bitte ich euch drei wieder nach oben. Vielen Dank für das Spiel. Vielen Dank an Papa Sohn, an Bruder und Bruder. Um Tierlaute erraten. Also Tiere, die hier in der Nähe beheimatet sind. Wie zum Beispiel, ich mache das mal vor, was jetzt auf uns zukommt. Als Beispiel. So, das verstehe ich. Das versteht selbst ein Wipper, das dürfte eine Kuh gewesen sein. So, hey, 1-1, okay, ich kann auch. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich komme aus Lippe. Und genau das machen wir jetzt, das heißt, wenn ihr meint, das Geräusch erkannt zu haben, bitte einmal auf den Buzzer. Wenn ihr richtig liegt, gibt es einen Punkt. Liegt ihr falsch mit eurer Antwort, bekommt die beiden anderen Kandidatinnen jeweils den Punkt dafür. Verstanden? Gut. Technik, soweit in Ordnung? Dann legen wir los mit dem ersten Geräusch. Das warst du, Friederike. Ein Pferd. Was meint das Publikum? Ausgezeichnet. Okay, nächste. Janina, richtig, die Katze. Ich höre gerade hier eine überfahrene Katze. Ich bin gespannt, wo du das schon mal gehört hast. Aber es war richtig, es war die Katze. Bitte. Können wir den nochmal wiederholen? Also, ich weiß, dass Sie aus der Landwirtschaft kommen hier, es gibt viele Trecker und Hammer, aber ist es tatsächlich ein Tier? Wenn du sicher bist, buzzern. Friederike hat gebuzzert und sagt richtigerweise Storch. Es war tatsächlich der Storch. Bitteschön. Friederike, das Schaf, richtig? Ist richtig, ja? Ja. Bitteschön. Die drei ist Janina, ja. Nochmal bitte. Leider falsch. Janina sagt das Schwein, das war es nicht. Das heißt also jeweils einen Punkt an Friederike und Mareike. Du darfst, ja? Ja? Kaninchen ist richtig, damit noch ein extra Punkt an Mareike. Das nächste bitte. Mareike? Nein, leider nicht die Fliege. Also ein Punkt an Friederike und Janina. Ihr dürft weiterraten.
Machen wir es nochmal an. Wenn du es so mal jetzt erraten solltest, bekommst du einen Punkt. Enrique? Leider nein. Das heißt nochmal ein Punkt für Janina und Mareike. Es gibt nur positive Punkte, es ist keine Abzüge. Einmal noch, dann wissen wir es auch. Sie ist mutig und es war richtig, die Mücke. Der nächste. Mareike? Das Schwein, richtig. Da ist das Schwein. Bitte. Friederike. Jetzt ist die Biene da, jawohl. Vier haben wir noch. Das ist nicht der Schiedsrichter. Mareike. Nein. Mareike sagt, es wäre der Spatz. Das ist leider falsch. Spielen wir es nochmal an. Es ist wirklich schwer, das muss ich sagen. Das ist, ich habe das Spiel noch nie gehört. Also zumindest nicht. Nein. Wir überspringen es, es wäre das Eichhörnchen gewesen. Es muss ja nicht alles einfach sein, ne? Also. Wir hatten schon mal ein Eichhörnchen gehört. Also das ist schon Respekt, wenn er das gewusst hätte. Das nächste bitte. Janina. Die Eule ist leider falsch. Wir spielen es nochmal an. Der Wolf ist richtig. Das vorletzte Tier. Ich sag mal so, es gibt Dinge, die muss man nicht wissen, aber könnte ja sein. Nochmal bitte. Jedenfalls kein seltenes Tier. Kein seltenes, aber schwer zu erraten. Janina, bitte? Ein Uhu, leider nein. Ihr sagt, wenn wir es auflösen sollen. Es wäre der Fuchs gewesen. Das letzte Tier? Nicht zu laut. Friederike. Jetzt war es ist richtig, der letzte Punkt von diesem Spiel, das war die Eule. Und, hat sie Eule gesagt? Ah, Entschuldigung, die hat Uhu gesagt. Aber ehrlich, wert am längsten, vielen Dank dafür. Es wäre die Eule gewesen. Damit das Spiel aber trotzdem noch zu Ende. Habt vielen Dank, ihr drei. Das war euer erster Auftritt, eure Vorstellung. Ein kleines Spielchen. In Runde 2 geht es dann nochmal richtig weiter. Vielen Dank.